Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Warhammer bei den Carstines. Und ja, ich habe unseren Benji wiedergefunden, habe den eigentlich nur schon mit dem Auftrag gegeben, hier den hier zu töten. Ich hoffe, das klappt. So. Und da oben, das sind ja einfach alles nur Nachtgoblins, die haben eine Moral von meinem Fuß bis zu meiner bis zum Boden. So. Also mit Isabella müssen wir halt, wie gesagt, runtergehen und dann können wir hier im Grunde schon mal die Schlacht schlagen. So, Gefecht führen. Ja, auf jeden Fall, komm. Hauen wir rein. Noch nur 18. Oh Gott, ich vergesse das immer mit dem. Oh. Für den müssen wir demnächst mal Truppen. Den kann ja nicht angehen. Armee im Grunde, ja. Im Grunde nur 18 Truppen hat und unsere Nebenarmee komplett ausgestattet ist. So. So, meine Lieben, ihr seid ganz hier vorne, seid meine Truppe 1. Du unterstützt die rechte Seite, du unterstützt die linke Seite. So. Oh, schade. Ich krieg's ja diesmal nicht dahin. Naja, macht ja nichts. Wir übernehmen die Flanke. Und ihr seid mein Haut drauf von dort. Habe ich irgendwen vergessen? Nee. So. Die komplette Front einmal bitte nach vorne. Und ihr versucht den Gegner mal von hier zu überraschen. Und ihr geht mal dahin. Bogenschützen haben die eh keine. So, jetzt kurz Pause, weil die rattern hier gleich bei uns rein. Du kümmerst dich mal um die, du kümmerst dich mal um die, du kümmerst dich mal um die. So, unsere Reiterei darf dann weiter vorrücken bis hierhin. So, du kümmerst dich auch um die, du kümmerst dich auch um die. Und du um, warte mal, du um die und du auch um die. So. Und ihr drei bleibt weiter auf dem Kurs, das ist gut. Mal drei, kümmert euch alle darum. Komm, ihr seid Nahkampfspezialisten. Und geht einfach nicht in den Nahkampf rein, was mit euch? Na? Ich
Oder du gehst mir mal auf die. Na, kümmert euch mal da um die kleine Armee, die da hier entgegenkommt. Den Zauber hat man ja so gar nicht gesessen. Das habt ihr echt gut hinbekommen. Das auch Chaos-Trolle, also ähnlich wie meine Gruftschrecken, muss man sagen. Ja, das habt ihr gut hinbekommen. Greif die mal da an. Aber die sind doch immer auf der Verfolgung, das ist ja lustig. Wie viel häufig kann der denn den Spell machen? Sehr übelst. Kümmert euch mal gerade um die Chaos-Trolle. Du auch. Du um die Streitwagen. Komm, Isabella. Seid doch gar nicht so langsam, oder? Geht mal auf die. Ja, ne, dann lieber doch auf die. Kommt schon. Die kriegt er ja eingeholt, Mensch. Nebenbei kann ich mir mal meine Trolle da meine Gruftschrecken heilen. Nein, 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 nein. Ah, da ist schon die Grenze. Na gut. Dass ich beim Kampf gegen das Haus oder Skellinger
weniger Truppen verliere als die. Sonst verliere ich ja immer. Habe ich ja ein bisschen zugesetzt, das ist gut. Also hier verbreitet ihr keine Angst und Schrecken. Emanuel Bosner hat wieder mal was dazu bekommen. Und magischen Schaden kann Einheiten kommen. Sehr schön. Sehr schön. Da hat die Belagerung mal wieder begonnen. Was ist das? Wow, was der wieder dafür am Lehen aufbaut, ne? Der darf fast nur. So. Also. Du meinst also wirklich, ja, mich schon wieder belagern zu müssen. So, dann. I shall go! Pyrosieg. King of Darkness. No. Hab nicht mitbekommen, dass der wirklich eine Armee hat. So, dann Tote erwecken. Ach scheiße. Dann holen wir uns mal hier ein bisschen Verstärkung. So. Während wir mit ihr mal in seine Richtung reiten. Oh Gott, ey, das ist ja so spannend immer. Kommen wir auf die nächste hier. That will incur my wrath. Du bist doch so ein popliger Held, ey. Was willst du eigentlich von mir? I am unstoppable. Do not displease. Überleg dir echt, was du machst. Okay. Dann. Ach ja, der hier ist ja auch noch da. Komm, du machst jetzt mal dein Zap. Yes! Jetzt flüchtet er wieder! Oh Mann, ey, das ist so dumm ist das, ehrlich. Weißt du, der hat nichts Besseres zu tun, als einmal kurz zu belagern. Wow. Und dann ist er wieder auf der Flucht. Absolutely not. Mann, 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 ey. Oh. Da ist was kaputt gegangen von den Zwergen. Ich war's diesmal nicht.
das hier ist gut. So ein Pisser, ey. Na gut, dann ist das mal eine kürzere Folge. Ich versuche ja in jede Folge mindestens eine Schlacht immer rein. Gut, unten rechts seht ihr die Playlist hiervon, von den Castines. Dann geht das... Warte mal, nein! Komm, damit die Folge nicht ganz so kurz ist. Und das ist nämlich da. Einen Vampir. Guck mal an. Oh, das wusste ich nicht. Ich sollte da nur ein Vampir hinschicken. Was ist das? Okay. Na gut, dann doch bis zum nächsten Mal. Und tschüss.